Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Talk vor einem Let's Play. Ich möchte mich nochmal ganz kurz bei meinen Abonnenten melden. Danke. Es sind bereits 23, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Ich finde das noch immer faszinierend. Ich wurde darauf angesprochen, dass ich mein Publikum, also meine Abonnenten, hier tatsächlich öffentlich beschimpft habe. Das mag sein. Das ist okay so. In Österreich hat Publikumsbeschimpfung definitiv Tradition. Für die Leute, die es nicht wissen, Thomas Bernhard, ausgezeichneter Schriftsteller, Elfriede Jelinek hat sowas gemacht. Und natürlich auch in ziemlich genau der gleichen Ecke Stermann und Grissemann. Und ich bin einfach nur viel besser als die. Oder auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich dieses Let's Talk vor allem dazu nutzen, um die 7B zu grüßen. Diese Truppe besteht aus lauter ganz, ganz lieben kleinen Kindern oder großen Kindern. Und die freuen sich sicherlich, wenn ich ihnen hier übers Internet Hallo sage. Hallo. Vor allem möchte ich meinen Lieblingsschüler, den Mustafa, grüßen. Mustafa, wenn du das siehst, dreh sofort ab und lern lieber Chemie. Das wird dir gut tun. Wenn ich aber schon hier bin, kann ich auch gleich ein zweites Anliegen an meine Abonnenten richten. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber nachdem ich jetzt bereits etwa 6 oder 7 Let's Plays im Voraus aufgenommen habe vom Victoria-Spiel, das danach kommen wird, und ich nicht vorhabe, meine Upload-Rate zu erhöhen, weil ich glaube, ein Video pro Tag ist okay. Möglicherweise sogar etwas zu viel, weiß ich nicht. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal in eine Zeit, wo ich keine Zeit zum Spielen habe. Dann ist es vielleicht doch nicht so klug gewesen, ein Video pro Tag zu machen. Auf jeden Fall, da ich jetzt 6 bereits im Voraus bin, habe ich mir überlegt, ein zweites Let's Play zu starten. Und da Victoria schon etwas angegraut ist, habe ich mir gedacht, ich lasse meine Seher ganz kurz eine Meinung dazu äußern, zur möglichen Verfügung stehen würden eigentlich auch nicht so neue Spiele, wahrscheinlich das neueste unter denen, die ich bereit wäre zu spielen, wäre Don't Starve. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich habe dann unten in der Description die Links zu den einzelnen Spielen. Das zweite, was ich spielen würde, wäre wieder Strategie. Das wäre ein Civ 5. Nein, ich habe kein Civ 6. Das ist mir noch zu teuer. Ich bin alt und nicht sehr aufgeschlossen dem Neuen gegenüber. Und jetzt habe ich so lange gebraucht, um mich an das Civ 5 zu gewöhnen. Deswegen warte ich noch, bis Civ 6 so billig ist, dass ich mir denke, na gut, dann kaufe ich es halt. Aber derzeit ist es noch zu teuer für mich. Für andere natürlich nicht. C5 gibt aber auch recht viel her, glaube ich mal. Ein wirklich altes Spiel hätte ich auch. Das will ich auch Let's Playen. An und für sich jetzt nicht unbedingt das ideale Let's Play, ist nämlich ein Adventure. Nennt sich Edna bricht aus und ist ausgezeichnet, also wirklich ein ausgezeichnetes Spiel, zumindest was die Witzigkeit, kann man das sagen? Nein, den Humor betrifft. Und als vierten Vorschlag, muss ich nachschauen, naja, ich habe es noch nicht aufgeschrieben natürlich, hätte ich noch SteamWorld Heist. Das ist auch nicht einmal so alt. Ein 2D-Strategie-Shooter, keine Ahnung, ob man das so nennen kann. Ist auf jeden Fall recht lustig, habe ich recht weit gespielt bis jetzt. Ich würde halt neu starten. Weiß ich nicht so genau. Es ist nicht wirklich schwierig zum Spielen, aber
Soll sein. Gut, das waren die Vorschläge. Wenn sich unten jemand meldet, der sagt, ja, unbedingt, das möchte ich hören, oder auch nicht, dann mache ich das halt. Und wenn sich keiner meldet, mache ich halt irgendwas. Oder ich lasse es ganz. Ich weiß eh nicht, ob ich das mit uns machen sollte. Auf jeden Fall habe ich in der Description auch noch einen Link zu meinem Blog, falls das jemanden interessiert. Und wenn nicht, dann ignoriert sie ihn halt einfach. Also, Herrschaften, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Viel Spaß mit dem gleich nachfolgenden Let's Play. Und naja, gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Hallo und willkommen zu meinem Let's Play Victoria 2 für Österreich. Wir sind noch immer in derselben Situation wie schon vor zwei Let's Plays im Großen und Ganzen. Wirtschaftlich geht es uns langsam sehr gut. Unsere Alphabetisierung ist bereits auf 30%. Damit liegen wir zwar noch immer hinter den ganzen westlichen Staaten, sind aber von Russland bereits weit entfernt. Wir haben auch schon eine Forschungsrate von 20 Punkten pro Jahr. Und was wir in dieser Folge machen werden, ist unsere Industrialisierung umstellen. Wir haben wieder auf die Reaktionären gestellt, weil die können Fabriken selber bauen. Und bevor ich dieses Let's Play gestartet habe, habe ich mir schon angeschaut, welche Fabriken in welchen Gebieten besonders Sinn machen. Weil die Kapitalisten bauen leider, also wenn man die Kapitalisten bauen lässt, die bauen meistens irgendeinen vollkommenen Müll, den kein Mensch braucht. Und das werden wir dieses Mal nicht mehr so machen. Das heißt, wir werden in dieser Folge einen Haufen Fabriken bauen, wenn geht, um die Industrie in die richtige Richtung zu bringen. Warum sollte man sich anschauen, welche Fabriken man wo baut? Tatsächlich bekommt man, also wenn wir uns diese Fabriken mal anschauen, Zentralungarn hat eine Weinfabrik. Und wenn wir da zu dem Wein dazugehen, sehen wir die Basisleistung von dieser Fabrik und so weiter und so fort. Und ganz unten stehen die ganzen Bo also es steht eben unten die ganzen Boni, die wir bekommen. Angestellte machen uns einen Bonus für die Leistung, verschiedene Technologien. Aber, und das ist etwas, was man durchaus steuern kann, man kann in einer Region auch, also eine Fabrik ist auch dann effizienter, wenn in der Region, in der die Fabrik steht, die Ausgangsprodukte stehen. Und für Zentralungarn gilt das für Früchte, haben wir plus 10% durch Früchte im Staat, aber wir haben keine plus 15% für eine Glashütte im Staat. Das heißt, es macht Sinn, in dieser Region eine Glashütte noch hinzubauen. Wenn wir die haben, dann haben wir insgesamt plus 25% und das ist eigentlich gar nicht so wenig. Diese Effizienzsteigerung sollte man auf jeden Fall mitnehmen, vor allem am Anfang im Spiel, wo die technologischen Effizienzsteigerungen noch nicht so großartig sind. Ich meine, wir haben durch Technologie haben wir ein Plus von plus 10. Durch die Infrastruktur, also durch die Eisenbahnen, die wir auch selber bestimmen können, haben wir plus 26%. Und plus 10% eben dadurch, dass Früchte da sind. Wäre aber natürlich sinnvoll, wenn wir da noch eine Glashütte hätten, dann hätten wir da auch nochmal plus 15%. Höhere Effizienz bedeutet einfach, dass ich mehr produziere und insgesamt halt also mehr und billiger produziere vor allem und dadurch einen höheren Gewinn habe. Sowohl die Kapitalisten, denen die Fabrik gehört, freuen sich, oder wir, falls uns die Fabrik gehört. Die Arbeiter, die drinnen arbeiten, freuen sich, weil sie ein stetiges Gehalt bekommen und nicht arbeitslos werden und alle sind glücklich. Leider sind die Kapitalisten nicht in der Lage, das zu unterscheiden. Die bauen einfach irgendwelche Fabriken irgendwo hin, was das Ganze ein bisschen doof macht. Ja, jetzt habe ich mir das angeschaut für die meisten Regionen, zumindest die, die sehr viele Bevölkerung haben. Und wir werden schauen, ob wir da nicht sinnvollere Fabriken reinbauen. Gut, ich bin dann im Zuge dessen bin ich auch drauf gekommen, dass ich in Böhmen gar keine Maschinenteilefabrik gebaut habe. Das habe ich jetzt dann
in der Pause zwischen zwei Let's Plays gemacht, weil ich die Maschinenteilefabrik tatsächlich nach Schlesien gebaut habe. Dort wollte ich sie eigentlich gar nicht hinbauen, aber dort passt sie eh auch. Ich wollte sie deswegen dort nicht hinbauen, weil wir hier keine Stahlproduktion haben. Jetzt werden wir in Schlesien wahrscheinlich auch noch Stahl produzieren. Wenn wir auch noch eine Stahlfabrik hinbauen. Weil Maschinenteile, das ist eine sehr ineffiziente Sache, die wollen wir so effizient wie möglich machen. Gut, fangen wir mal an. Zurzeit haben wir eh noch nicht genügend Geld, um Fabriken zu bauen. Jetzt sammeln wir ein bisschen Geld. Wir haben jetzt irgendwas zwischen 400, 300 und 500 Pfund pro Tag. Das heißt, das Geld steigt sehr, sehr schnell. Ich würde das zwar auch ganz gerne in Forts und in Schiffe anlegen. Also vor allem auch Schiffe sind wichtig dann für die Kolonialisierung. Aber jetzt machen wir mal die Fabriken. Dann gehen wir zurück auf eine liberale Regierung. Das ist gut für die Bevölkerung. Okay, die Niederlande breitet sich in Südostasien aus. Zuerst haben sie Bali erobert, jetzt haben sie Atje erobert. Das ist dieses Gebiet hier heroben. Unglaublich. Das sehe ich auch, das sieht man auch nicht sehr oft. China schläft noch. Also da gibt es meistens auch dann irgendwelche Kriege, weil das ist das Chinesische Reich. Und diese ganzen Staaten rundherum, die ihr hier seht, also Guangxi und Mandschurei und Mongolei. Die ganzen Staaten sind Vasallen von China und China versucht, also Vereinigungskrieger, glaube ich, heißt das. Kriegsgrund heißt das. Das heißt, sie können diese Staaten quasi einverleiben sich und dann zu einem Riesenstaat werden. Wenn sie das schaffen, sind sie, wenn sie industrialisieren, ein Monster und sind fast immer irgendwo in den Top 8. Sie sind zwar bis zum Schluss meistens so schlecht industrialisiert und so weit hinten nach industriell, dass sie nicht den ersten Platz erreichen, also zumindest nicht der Computer. Bei Spielern habe ich das schon gesehen. Aber sie sind, ja, was die Manpower betrifft, sind sie extrem viel. Da ist noch nicht viel passiert. Interessanterweise hier passiert ziemlich viel. Normalerweise schluckt Russland da den einen oder anderen Staat, aber das ist derzeit so, dass Afghanistan, die normalerweise relativ gut dastehen, ziemlich zusammengeschlagen wurden jetzt ein paar Mal. Wie schon gesagt, das haben wir eh schon vorher gesehen, Ägypten ist total auseinandergenommen worden und in 2 Jahren können wir wieder einen Kriegsgrund gegen sie holen. Da werden wir schauen, dass wir sie als Protektorat von uns erstellen, dann haben wir da unten nämlich auch eine Kolonie und können dann in die Richtung gleich weiter kolonialisieren, also Richtung Zentralafrika, dort wo die reichen und guten Gebiete sind, dass wir Kaffee und Tee nach Hause bringen. Ja, kolonialisieren, fürs Kolonialisieren brauchen wir vor allem dann Schiffe und mehr Marinestützpunkte. Das heißt, jetzt machen wir mal die Industrie, dann machen wir Marinestützpunkte. Also in die Marinetechnologie werden wir dann weiter investieren und machen Marinestützpunkte. Und dann hoffen wir, dass wir möglichst viel von Afrika kriegen. Alles werden wir definitiv nicht kriegen, dazu sind wir einfach nicht genug marinemäßig aufgestellt. Heilige Stätten gestört. Naja, wir müssen den Glauben respektieren, sagen wir mal. Das erhöht die Militanz nur peripher. Wir sind schon bei 2,8 Militanz. Mittelägypten, nein, wir intervenieren nicht. Wir wollen dort relativ wenig Bevölkerung derweil haben, weil Armee bauen die dort eh keine. Die Militanz sinkt. Ja, 27.000. So, was haben wir uns aufgeschrieben? Fangen wir mit Alfeld an. Dort wollen wir eine Konservenfabrik einmal hin. Konservenfabrik, Dosenfabrik, Konservenfabrik. Bauen wir mal. Böhmen haben wir alles gebaut. Dalmatien, das ist lächerlich, die paar Leute, die dort wohnen. Das sollen die. Da können die Kapitalisten entscheiden. Istrien genauso, Kroatien auch. Kärnten ist interessant, dort haben wir Eisen und Kohle, da werden wir auch eine Stahlfabrik hinbauen, als erstes Mal.
Und noch eine Maschinenteilefabrik, wenn wir das Geld dazu haben. Das haben wir jetzt noch nicht. In Mähren, da sind auch noch recht viele Leute, bauen wir eine Betonfabrik. Die ist recht günstig und bringt aber trotzdem, ist aber trotzdem sehr wichtig, weil auch Beton, genauso wie Maschinenteile, brauchen wir einfach, um Fabriken zu bauen. Außerdem brauchen wir noch eine Weinfabrik, weil Glas haben wir schon. Und wir haben da Früchte, das heißt, wir können eine Winzerei bauen. So, Strategie leicht abmildern. Sie sollen ignorant bleiben. Was? Diskriminierendes Schulsystem. Einfach die Militanz. Wir kriegen 377 Forschungspunkte statt. Wir verlieren 377 Forschungspunkte. Sehr gut. So, wir haben eine Einheit gebaut, die nach Wien gehatscht ist. Ihr Fieslinge. Gut, das heißt, da haben wir jetzt eine Militäreinheit, die voll funktionstüchtig ist quasi. Da fehlen uns noch Infanterieeinheiten. Schauen wir mal. Ha, sehr gut. Da können wir eine Garde bauen, oder? Yep. Und die Garde geht gleich einmal daher. Und ihr, was für eine nehmen wir da raus? Die letzte. Langsam werden diese roten Flecken weniger. Die roten Flecken bedeuten, dass dort Einheiten erhalten werden in diesen Regionen, die sie eigentlich nicht erhalten können. Krieg zwischen Spanien und Äthiopien. Oh. Äthiopien. Spanien versucht sich da auch zu verbreiten. Könnten die nicht Marokko weiter angreifen? Das wird viel mehr in ihre Linie passen. Na gut. Was mich wundert ein wenig ist, Spanien ist noch immer in den Top 8. Die fliegen relativ oft raus. Aber die halten sich ziemlich beständig. Finde ich interessant. So. Wie schon gesagt, die USA werden wir jetzt auch langsam bezirzen. Das brauchen wir zwar nicht unbedingt. Über 190 ist auf jeden Fall nicht schlecht. Machen wir weiter. Schade, keine zusätzlichen Liberalen. Dafür weniger Konservative und mehr Reaktionäre. Na gut, das macht wahrscheinlich meine Regierungspartei. Wir haben wieder Geld. So, wo waren wir als letztes? In Mähren. Ostgalizien, was haben wir für Ostgalizien aufgeschrieben? Schnaps und Glas. Da brauchen wir zuerst Glasfabrik. Glashütte. Ach, brauchen wir den Schnaps auch gleich dazu. Schnapsbrennerei. Wir bauen nochmal vor für die Zukunft gleich. Die sind vielleicht jetzt nicht sonderlich profitabel, diese Fabriken, die ich jetzt baue. Aber das wären sie dann schon noch, je mehr Leute nämlich in die Fabriken ziehen. Wenn ich freie Fabriksplätze habe, werden auch mehr Bauern umgewandelt in Arbeiter, in Facharbeiter. Dem helfen wir auch weiter bei den Eisenbahnen. Ost-Siebenbürgen, haben wir auch was aufgeschrieben, einmal Stoffe, weil wir haben dort eine Kleiderfabrik schon. Und noch eine Stofffabrik und im Endeffekt. Oh, das Osmanische Reich hat wieder einen Konflikt, den schauen wir uns gleich einmal an. Das heißt, bauen wir da noch die Stofffabrik rein. Und schließlich bauen wir nichts. Slawonien. Slawonien bauen wir, glaube ich, eine Möbelfabrik, weil da haben wir schon ein Sägewerk. Und Holz produzieren wir dort auch.
Das heißt, das ist perfekt. So, und jetzt schauen wir uns den Konflikt an, was wir da haben. Griechenland hätte gerne Thessalien. Ich werde sie nicht unterstützen. Und tschüss. Sucht einen anderen Unterstützer. Komm schon, irgendjemand. Schade, keiner unterstützt sie. Tut mir leid, Griechen. Aber um ehrlich zu sein, ich bin zu feige und mein Heer ist einfach noch nicht stark genug, dass ich Russland bedrohen kann. Außerdem, das ist oft so, dass man dann im Regen stehen gelassen wird von seinen Verbündeten. Preußen hätte sich sowieso auf die russische Seite gelegt. Und Preußen und Russland gegen mich und Frankreich, das ist sehr unsicher, ob wir das gewinnen. Also nicht, dass ich glaube, dass wir gegen Preußen noch ein Problem haben mit Frankreich gemeinsam, aber Russland hat halt einfach diese wahnsinnigen, nö, keine Anführer verschwinden lassen. Offiziere brauchen wir. Die bringen einen Haufen Steuern. Okay, sie kosten noch einen Haufen Geld, aber. So, und neue Truppen, die sich nach Dings bewegen. Aber wir müssten noch mehr Truppen haben. Norddeutsche. Machen wir doch glatt eine Infanterie einfach. Die soll sich auch daher begeben. Und da löschen wir einfach alles gleich. Und wenn wir noch mehr Regimenter haben, bauen wir uns auch das noch. So, dann schauen wir mal auf unsere nationalen Foki, weil ich das gerade sehe. Wir haben da schon 3% Geistliche, das heißt, wir werden die wieder weg abziehen. Langsam aber sicher sind wir mit unseren Geistlichen durch die großen Länder durch. Jetzt Kroatien, ihr seht, da gibt es einen großen Sprung. Mähren haben wir noch 540.000, Kroatien haben wir nur 340.000 Einwohner. Das zahlt sich schon fast nicht mehr aus, dort in Geistliche zu investieren. Vor allem, sie haben eh schon 1,9% Geistliche. Das werden wir vielleicht lassen. Da haben wir schon 2,3%, das brauchen wir auch nicht machen. 2,3%. Durch die Steuerpolitik steigt natürlich die Anzahl der Geistlichen automatisch auch an. Da brauchen wir keinen nationalen Fokus dafür verwenden unbedingt. Und 2% ist vielleicht nicht perfekt für die, wie sagt man, für die Alphabetisierung, aber für die Wissenschaft reicht es allemal und die Leute lernen auch schneller lesen und schreiben. Kärnten, Steiermark vielleicht noch, das ist nämlich eine Kernprovinz. Die haben zwar nur 200.000 Einwohner oder 200.000 Arbeiter, Einwohner haben sie mehr, aber wie schon gesagt, das sind praktisch ausschließlich Süddeutsche und das sollten wir fördern, die hochbezahlten Jobs. Die sollen nämlich nachher auch auswandern in gewisse Gebiete. 2,8% in Venedig haben wir schon. Und 2,6% in Mähren, aber da machen wir trotzdem noch ein bisschen weiter. Gut, jo. Ja, ich habe dann auch immer gesehen in den Let's Plays, dass die Leute Soldaten fördern. Das ist etwas, was ich nicht mache. Es wird zwar dann schneller gehen, das, was ich derzeit mache, nämlich mein Heer aufbauen, aber nachdem ich sowieso eher friedlich spiele und auch eher defensiv in Kriegen mich verhalte, ist das etwas, was eigentlich relativ wurscht ist für mich. So, wir haben eigentlich alle auf 190, außer die USA. Expansionismus. Ha, meine Leute wollen, dass ich mich ausdehne. Super, das ist schlecht für die Pluralität. Na geh. Das ist schlecht für meine Forschung. Böser Expansionismus. Aber immerhin, wenn wir Kriege führen, revoltieren die Leute nicht so schnell.
Was ich natürlich wieder faszinierend finde, Preußen ist zwar jetzt hinter uns geblieben, aber wirtschaftlich sind sie schon wieder über uns. Das ist unfassbar, was die an Wirtschaftsmacht haben. Und militärisch sind sie zwar schwächer als wir, aber sie haben auf jeden Fall die bessere Technologie als wir. Die wird dann nicht so widergespiegelt, das technologische Dings. Das ist natürlich immer problematisch. Da kommt es noch ein zweites. Geh bitte, jetzt trauen sie die aus Hannover raus. Das gibt's ja wohl nicht. Die sind so lästig, diese Preußen. Man sollte vielleicht gleich noch einen Krieg gegen sie führen. Das ist unfassbar. Die sind nicht tot zu kriegen. Andererseits, das gilt eigentlich für Österreich auch in den Spielen. Also was ich schon gesehen habe, was Österreich Kriege gegen Preußen verliert und binnen kürzester Zeit trotzdem wieder eine Großmacht ist mit einem Haufen. Okay, wir können Hannover wieder vertraut machen. Das ist so sinnlos irgendwie. Wir könnten natürlich investieren bei ihnen, das würde uns Einfluss bringen. Also das würde unseren Einfluss verstärken, sagen wir mal so. Ja, apropos investieren, wir wollten ja Fabriken weiterbauen. Jetzt haben wir 53.000, das heißt, das machen wir in der Pause. So, Slawonien haben wir gerade gestartet. Vielleicht könnten wir dort auch dann eine Papierfabrik bauen. Das machen wir noch nicht jetzt. Slowakei. Das machen wir quasi im zweiten Umlauf. Slowakei, Schnaps und Glas. Ah, Glas haben wir schon. Schnapsfabrik. Schnapsfabrik. Schnapsbrennerei. Entschuldigung. Wie kannte ich das nur Fabrik nennen? Slowenien vergessen wir. Das sind so wenig Leute dort. Südtirol genauso. Tirol. Tirol hat zwar auch nicht allzu viel Bevölkerung, ist aber eine der wenigen Holzregionen, die wir haben. Das heißt, wir werden in Tirol schon auch was anderes bauen als das, was da steht, nämlich Sägewerk und Papier. Warte mal, Papier braucht das. Ja, das braucht immer Holz. Machen wir mal Papier als erstes. Papier ist ein Geldproduzent, genauso wie Schnaps und Wein. Transdanubien. Wein, Schnaps, Konserven habe ich mal aufgeschrieben. Glas haben wir schon. Das heißt, wir brauchen als nächstes Wein oder Schnaps. Brauchen wir Wein. Brauchen wir Schnaps auch gleich. Venedig braucht eine Kleiderfabrik, damit die Luxuskleiderfabrik besser läuft. Ah, die können wir nicht bauen. Wir brauchen wieder weg von der Pause. Kleiderfabrik als nächstes. Und dann sind wir eh schon fast durch. Wenn wir eine Kleiderfabrik haben, ist diese Luxuskleiderfabrik, die sie derzeit haben in Venedig, ausgezeichnet. Hat die einen ausgezeichneten Effekt. Weil durch die Seide kriegen wir plus 5%, durch die Kleiderfabrik plus 20%. Das ist dann eine Meisterleistung an Effizienz beinahe, könnte man sagen. So, kleine Fabrik. Und das Schöne ist, man braucht nur eine 1er Kleiderfabrik, um eine 20er Luxuskleiderfabrik zu erhalten, also um den Bonus zu bekommen. So. Gut. West-Siebenbürgen, was haben wir da aufgeschrieben? Schnaps. Okay. Da brauchen wir mal Glas auch, wenn wir Schnaps produzieren wollen. Mal Schnaps. Zentralungarn. Konservenwein Schnaps, dann brauchen wir zuerst einmal Glas. So, Entschuldigung, ich bin jetzt wieder in Pause gegangen. Wir brauchen Geld, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld. Was passiert? Lippe Detmold mag uns jetzt mehr. Und wir können die Meinung von Argentinien steigern. Das bedeutet, wir können sie zur Sphäre hinzuziehen.
begeben. Auch Argentinien ist ein Teil der österreichischen Sphäre. So, Hannover vergessen wir mal. Das ist wurscht. Das wäre zwar schön, weil es ein sehr reiches Gebiet ist. Peru senken wir die Meinung von Spanien. Dann kann man gleich die Meinung von Spanien, die Beziehungen wieder verbessern zu Spanien. Gut, dann suchen wir uns das nächste südamerikanische Land, das wir uncontested bekommen. Südamerika ist ganz weiß mittlerweile. Brasilien müssen wir nachher schauen, weil Brasilien, da gibt es immer wieder Leute, die uns das streitig machen wollen. Da senken wir auch die Meinung von Spanien. Brasilien ist einfach zu stark, so. Heißt, dass man es ignorieren könnte als Großmacht. Ecuador oder Chile, machen Chile als nächstes. Chile ist an und für sich ein starkes Gebiet. Vor allem hat Chile recht viel Schwefel. Für die Herstellung von Dünger und Sprengstoff ist das unerlässlich. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn sie in unserer Einflusssphäre sind, weil wir es dort billiger, also wenn sie in unserer Einflusssphäre sind, dann können wir es, wenn sie es auf den Weltmarkt geben, als erste kaufen. Das heißt, es kommt zuerst zu uns, bevor es auf den Weltmarkt kommt. Juhu, Baden. Wir waren wieder herzlich, jetzt sind wir. Oh, wir waren sogar weniger als herzlich, sehe ich gerade. Ist das arg? Unsere Schnapsproduktionsleistung ist besser geworden. Gut. Flusssphäre. Ein Kolonialzwischenfall. Gegen die Niederlande ein Kriegsgrund. Nein, wir wollen keine Militanz erhalten, wir nehmen den Kriegsgrund. Nicht, dass ich in mir, dass ich was machen will. Gegen Abu Dhabi einen eher niedrigen Kriegsgrund. Abu Dhabi. Warum sollte ich das machen? Um Prestige zu gewinnen? Na, wir hoffen einfach, dass Tutanchamun uns das Prestige bringt. Ja, Äthiopien führt Krieg gegen Spanien. Interessant. Ah, da ist der Spanier. Jetzt scheint das ja relativ langweilig hin und her zu gehen. So, Funktionalismus. Wir haben November 59. Wir werden jetzt einmal nichts erforschen bis zum Dezember, bis zum Jänner 1860. Dann haben wir ein bisschen was an Forschungspunkten angespart. Dann geht das Ding schneller insgesamt. In Argentinien gibt es Rebellen. Gibt es da viele? Wo? Ah, da. Werdet ihr bitte da selber fertig damit. Später ist es dann wichtig, wenn man irgendwelche Sphärenmitglieder hat, dass man denen mit den Rebellen hilft. Weil wenn die von Rebellen überrannt werden, dann kommen sie aus der Sphäre wieder raus, was ich doof finde. Kriegsgrund gegen deinen Namen oder Prestige verlieren. Okay, wir nehmen den Kriegsgrund. Auch den werden wir uns nicht. Auch den werden wir nicht verwenden. So, zurück zu unseren Fabriken. Zentralungarn, haben wir gesagt, brauchen wir noch einmal eine Glasfabrik, eine Glashütte. Und gleich eine Schnapsbrennerei brauchen wir auch gleich dazu. Oder? Nein. Aber da zu West-Siebenbürgen werden wir noch eine Glashütte dazu bauen. Gut, Österreich ist wichtig, das ist noch ein recht einwohnerstarkes Gebiet. Da haben wir, Österreich ist übrigens die einzige Region, wo wir Schwefel produzieren. Das ist wichtig für die Produktion von Düngemitteln und Sprengstoffen. Düngemittel sind überhaupt extrem wichtig. Munition. Machen wir zuerst einmal eine Munitionsfabrik. Munition haben wir eh noch keine Fabriken. Ha,
0,6% Liberale dazu, sehr gut. Moldau interessiert uns nicht, das sind zu wenig Leute. Westgalizien interessiert uns schon. Was brauchen wir dorthin? Also da brauchen wir schon Dünger. Das heißt, wir werden noch eine Sprengstofffabrik bauen. Die braucht nämlich Dünger. Hervorragend. Ihr werdet euch natürlich fragen, warum Dünger? Aber das ist ganz einfach, denn die Nitratdünger, die man hergestellt hat, wurden weiterverarbeitet zu Sprengstoffen oder werden auch noch immer teilweise weiterverarbeitet zu Sprengstoffen. So, wir sind jetzt im Jänner. Wir werden forschen und zwar den Empirismus. Biologismus können wir auch machen schon. Der ist auch nicht schlecht. Der bringt uns noch sehr, sehr viel stärkere Alphabetisierung. Also da gibt es die Erfindung Darwinismus drinnen. Die bringt einen plus 50-prozentigen Effekt auf die Bildung. Das heißt, da die Veränderung der Alphabetisierung wird noch stärker. Jetzt haben wir 0,07 pro Monat und danach hätten wir wahrscheinlich noch einmal um 0,01 Punkt mehr oder so. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Aber wir werden trotzdem dann wieder in die Industrie gehen, beziehungsweise in die Armee. Armee sollten wir langsam auch wieder echt jetzt langsam was investieren. So, wir haben jetzt einmal alle unsere Fabriken gebaut oder die meisten Fabriken gebaut, die wir jetzt wollten. Wir werden jetzt wieder zurückgehen zu den Liberalen, den Föderalisten, weil die haben volles Bürgerrecht und sie sind ein bisschen effizient, also die Fabriken werden dadurch auch ein bisschen effizienter durch so eine Regierung. Das ist der Nachteil von kommunistischen Systemen. Interessant, Reaktionäre mit Kommunisten gleichzusetzen, aber gut soll sein. Durch das das geplant wird, was zu geschehen hat, werden diese Fabriken ineffizienter. Na gut. So, das war's wieder für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.